Ja moin, ich bin Andi, Fotograf in Kiel und Umgebung und ich begrüße euch zum nächsten Video in meiner Serie zum Thema Immobilienfotografie mit Flambient-Technik. Wir wollen uns heute Räumen widmen, die sich ihrer einfachen Belichtung durch einen Blitz widersetzen, sprich so ein bisschen um die Ecke gehen oder man kann in einen anderen Raum durchgucken, aber den Raum nicht mit einem Blitz erreichen, weil da was im Weg steht und so weiter. Ich hatte in meinem allerersten Immobilienvideo, das verlinke ich euch da oben nochmal, einmal demonstriert, wie das geht, wie ich da im Bild rumlaufe. Ihr seht es aber auch gleich hier auf dem Bildschirm, deswegen schaut mir mal über die Schulter. Wir tauchen ein in die wundersame Welt von Adobe Photoshop. Auf geht's! So, hier sehen wir nun das erste Beispiel und ihr seht auch gleich das Problem. Ne? Wir sind in einem Esszimmer und gucken in die Küche und ich zeige euch einmal die einzelnen Ebenen, die ich jetzt vorbereitet habe. Einmal das Ambient-Bild, so wie immer, ganz oben. Darauf seht ihr das Tageslicht, wie es durchs Fenster reinkommt. Der Boden ist sehr, sehr hell geworden und ihr seht hier links irgendwo hinter mir gibt es auch noch ein Fenster, was den Vordergrund beleuchtet. Farbstiche habe ich da oben an der Decke und. So ein Ambient-Bild eben, wie das so aussieht. Jetzt habe ich einen Blitz. Der steht im Esszimmer neben der Kamera. Und wenn man den alleine angucken würde, würde das so aussehen. Jetzt habe ich die Belichtung so eingestellt, dass das Tageslicht weg ist und der vordere Raum nur mit Blitzlicht beleuchtet ist. Genau genommen ist es in diesem Fall eine Window-Repair-Ebene, dazu komme ich gleich. Aber theoretisch, so würde es aussehen, wenn ich den hinteren Raum, sprich die Küche, nicht beleuchten würde. Das funktioniert so also schon mal nicht. Deswegen steht ein Blitz an der Kamera und beleuchtet hier den Vordergrund. Und ihr seht mich da hinten im Bild, wie ich einen Blitz an die Decke halte. Mit diesem Blitz beleuchte ich jetzt die linke Seite der Küche, links neben dem Fenster. Dafür ist der Blitz da. Und dann gibt es ein weiteres Bild. Da gehe ich auf die andere Seite und beleuchte mit dem Blitz an diese Decke die rechte Seite der Küche. Die beiden Bilder muss ich jetzt so miteinander verheiraten, dass ein Flambient-Bild daraus entstehen kann. Das ist tatsächlich gar nicht so dramatisch kompliziert. Das heißt, das allererste, was wir tun, ist, wir blenden alles andere aus. Muss man nicht, nur der Übersicht halber. Nehmen uns diese beiden Bilder und erzeugen jetzt auf einem der beiden eine Ebenenmaske mit einem Pinsel mit 100% Deckkraft und 100% Fluss. Wir meinen es also wirklich ernst. Und radieren mit einem schwarzen, Pinsel den Kerl da einfach raus. Schwuppdiwupp, weg ist er. Man muss ein kleines bisschen aufpassen an der Decke, wenn man sowas macht und im Raum hin und her läuft, dass die beiden Lichtflecken an der Decke sich nicht zu sehr überschneiden. Denn wenn das passiert, kriegt man die beiden nicht mehr sauber auseinander. Deswegen, der Blitz muss wirklich ganz rechts in die Ecke und der andere muss ganz links in die Ecke, damit es in der Mitte eine, naja, ich sag mal, neutrale Zone gibt, in der wir das Ganze dann übereinander blenden können. Das war im Prinzip schon die ganze Herrlichkeit. Aber jetzt ist es nur noch das Ganze, also ich füge das gerne zu einer Ebene zusammen, Command oder Steuerung E, dann habe ich eine Blitzebene und den Rest, den ich jetzt mache, den kennen wir schon. Das heißt, ich erzeuge wieder mein Flash-Ambient-Bild. Ich klicke es einfach einmal durch. Wie das funktioniert, auch das habe ich ja schon mehrfach erklärt, verlinke ich euch da oben. Ich male mit ein bisschen. Achso, haha, vergessen in den Luminanzmodus zu schalten. Ich habe mich schon gewundert, was die Farben da so tun. Und jetzt malen wir auf dieser Ebenenmaske noch ein bisschen mit Weiß, um ein kleines bisschen mehr Tageslicht im Raum zu haben. Ein bisschen realistisch aussehendes Tageslicht. So in etwa sollte das ja sein. Beim Fußboden bin ich jetzt ein kleines bisschen vorsichtig, denn ihr seht, hier ist ein sehr, sehr heller Fleck auf dem Fußboden. Er ist natürlich. Er gehört ja irgendwie dahin, deswegen mache ich ihn nicht ganz platt. Aber ich mag ihn auch nicht, wenn er das Ganze, wenn er den Fußboden komplett ausbrennen lässt. Jetzt brauchen wir noch unseren Window-Pull. Ihr seht, ich habe das irgendwie im Winter fotografiert. Blätter gibt es da keine. Das gleiche Spiel, schwarze Ebenenmaske, Ebenenmodus abdunkeln. Und wir nehmen einen Pinsel mit 100% Deckkraft und 100% Fluss und malen ganz bummelig über das Fenster drüber, sodass man ein bisschen sauberer rausgucken kann. Und das ist schon die ganze Herrlichkeit. So sieht das Ganze aus, wenn man aus zwei Blitzbildern eins gemacht hat und das Ganze dann als Flambient zusammensetzt. Das ist die ganze Herrlichkeit. Das war jetzt relativ einfach. Es gibt in diesem Fall noch eine Spezialebene, das ist die Window Repair Ebene. Die habe ich deswegen erzeugt, weil ich mir nicht sicher war, ob ich mit dem Blitzbild, das gucken wir uns gerade nochmal an, ob ich mit diesem Bild nicht zu viel Reflexion in der Fensterscheibe erzeuge, weil man hier diesen Vorhang so doll sieht. Das ist die Reflexion dieses Vorhangs im Fenster. Deswegen habe ich eine Repair-Ebene erzeugt. Da ist das Ding nicht drauf.
Und man kann jetzt hier, ups, Sekündchen, man könnte jetzt hingehen und wir verpassen auf dieser Ebene eine schwarze Ebenenmaske. Markieren jetzt mit einem Lasso den Bereich, den wir bemalen wollen. Und wir müssen das nicht so super vorsichtig machen, denn unser Window-Pull hat uns hier die Hauptarbeit abgenommen und malen jetzt mit einem weichen Pinsel ein kleines bisschen da rein, um die Reflexion ein bisschen zu killen. Das ist schon die ganze Herrlichkeit. Na, jetzt ist die Reflexion des Vorhangs ein kleines bisschen ausgemerzt und ich habe ein Bild, an dem ich sauber aus dem Fenster gucken kann. Dafür die Reparaturebene. Ich überlege gerade, ich glaube, für Window Pulls werde ich nochmal ein separates Video machen, was es da alles zu beachten gibt. Da sind mir in den letzten paar Malen, die ich unterwegs war, nämlich noch ein paar Sachen aufgefallen, die ich selber dazugelernt habe. Schadet, glaube ich, überhaupt nicht, wenn ich die euch nochmal in einem Video-Tutorial zeige. Das war jetzt das erste Bild, was ich euch heute zeigen wollte. Das war das Einfache mit nur zwei Blitzebenen. Drei Blitzen insgesamt, sprich einer im Raum vorne, einer in der Küche, beziehungsweise zwei in der Küche, einmal rechts, einmal links, verheiraten, fertig. Der Rest ist das ganz normale Prozedere, was wir bei Flambient-Aufnahmen so haben. Kommen wir zum zweiten Beispiel. Dieses Beispiel ist schon sehr viel komplexer. Ihr seht es, wir haben hier eine Ambient-Ebene und wir gucken uns den Raum erstmal an. Das ist ein L-förmiger Raum, bei dem man auf der rechten Seite auch noch durch die Wand, durch so eine Schiebetür in den S-Bereich gucken kann. Und wir haben in der Mitte auch noch eine Tür, die in den Flur führt. Die ist leider durchsichtig oder so ein Milchglas, so ein, wie auch immer das heißt. Wie heißt denn das? Dieses wellige Glas. Man kann jedenfalls, es kommt Licht dadurch. Man kann irgendwie da durchgucken. Das alles wollen wir kombinieren. Das hier ist das Ambient-Bild und ihr seht das genau den Grund, warum man Flambient macht. Nämlich auf der rechten Seite ist alles irgendwie gelbstichig, weil hier ganz viele Lampen hängen und wenig Tageslicht reinkommt. Linke Seite ist ein großes Fenster, das man hier jetzt nicht sieht. Das ist links außerhalb des Bildschirms quasi. Und das Fenster hinten, ihr seht, die Decke ist komplett blau, blau-grünlich irgendwie. Das ist so ziemlich der Super-GAU. Wir gucken uns mal an, was für Blitzmöglichkeiten, wie viele Blitze ich verwendet habe. Das sind diese ganzen Dinger hier, die ich jetzt verheiraten möchte zu einer einzigen Blitzebene, die wir dann mit der Ambient-Ebene als Flambient verheiraten können. Wir schauen mal einfach, was ich da so gemacht habe. Es gibt einen Blitz, der steht dicht an der Kamera und beleuchtet den Vordergrund. Der ist immer an und diese Ebenen, die wir jetzt durchklicken, haben immer einen Blitz zusätzlich. In diesem Fall zum Beispiel Blitz rechts. Ihr seht, hier oben an der Decke ist es sehr, sehr hell. Ich stehe hier hinterm Sofa und blitz an die Decke. Weil man das da oben so doll sieht, gibt es eine zweite Blitzebene, wo ich hier hin leuchte. Es beleuchtet auch in etwa das Sofa, beleuchtet da oben, aber hier oben entsteht dann eine neutrale Decke, also kein so ein krasser Lichteffekt an der Decke. Dann gibt es den Blitz im Esszimmer, der beleuchtet den Raum da hinten. Den muss man ja separat beleuchten, sonst wird er ja nicht hell, ganz offensichtlich. Ihr seht, da ist er ziemlich dunkel. Dann gibt es den Blitz nach links, denn auch diesen Teil vom Raum müssen wir ja beleuchten. Und ich habe vorsichtshalber einen zweiten Blitz da hinten hingemacht, um die Sitzgruppe ein bisschen mehr zu beleuchten. Welchen wir dann nachher verwenden, das müssen wir dann einfach mal sehen. Und natürlich gibt es einen Blitz auf dem Flur, denn auch da kommt Licht durch die Tür. Da kann man halbwegs durchgucken. Auch da muss ja die Farbe irgendwie einigermaßen korrekt sein. Diese ganzen Bilder wollen wir jetzt also miteinander verheiraten. Ich deaktiviere aus Übersichtlichkeitsgründen mal die Ebene Ambient. Und jetzt, ich persönlich mache das gerne auf die Art und Weise. Ich beschließe, eine Ebene ist meine Grundebene, die ich zur Bearbeitung verwende. Und dann nehme ich jetzt mal Blitz rechts. Und ich ziehe mir dann die Ebenen, die ich darauf malen möchte, einfach mit einer dunklen Ebenenmaske oben drüber. Blitz rechts 2 dient dazu, diesen hellen Fleck auszumerzen. Also ziehe ich sie oben drüber, verpasse mir eine schwarze Ebenenmaske, einen Pinsel mit 8% Fluss und 100% Deckkraft und male hier oben so lange hin, bis ich den Effekt habe, den ich haben möchte. Kleines bisschen schwierig, was ich vorhin gesagt hatte. Hier hinter der Lampe treffen sich die beiden Blitze, sprich Blitz 1 und Blitz 2. Sind hier nicht ganz sauber voneinander getrennt, deswegen kann ich es nicht hundertprozentig übereinander legen. Dem rücken wir dann aber mit der Ambient-Ebene zu Leibe. Das wird schon funktionieren. Soweit, so gut. Dann haben wir Blitz ins Esszimmer. Auch den killen wir mit einer schwarzen Ebenenmaske, ziehen ihn nach oben und malen dann auf dieser Ebenenmaske mit einem Pinsel, auf dass das Esszimmer hell werden möge. Hier muss man jetzt ein kleines bisschen aufpassen, dass man nicht zu sehr an die Wand oben malt, die ich ja eben schon mit der ersten Ebene reinradiert habe, will ich es mal nennen. So, Dille.
Jetzt haben wir im Esszimmer eine gleichmäßige Beleuchtung. So in etwa könnte ich es mir vorstellen. Dann gibt es den Blitz links, der beleuchtet den Bereich um die kleine Sitzgruppe da hinten. Auch den ziehen wir jetzt nach oben und malen mit einem weißen Pinsel mit der gleichen Deckkraft. Ihr kennt das Spielchen auf dieser Ebene. Wir haben da oben diesen Schatten, der durch einen anderen Blitz entstanden ist. Den möchten wir gerne loswerden. Wir malen auch jetzt hier ein bisschen Blitzlicht rein, auf das der ganze Boden, der ganze Raum gleichmäßig mit Blitzlicht gefüllt sein mag. Ihr seht jetzt auch schon, dass der Farbstich ein bisschen verschwunden ist. Er ist nicht mehr ganz so krass wie vorhin. Klar, denn die Blitze haben ja immer die gleiche Farbe, nämlich 5600 bummelig Kelvin. Je nachdem, was da von der Decke zurückkommt, wie neutral weiß die Decken so sind. Dann gibt es den Blitz links 2. Dem verpassen wir auch eine Maske, ziehen ihn nach oben und malen auch dort ein bisschen vorsichtig mit einem weichen Pinsel drauf. Der erzeugt uns ein kleines bisschen mehr Licht an der Sitzgruppe da hinten. Den muss ich jetzt ja auch nicht hundertprozentig reinpinseln. Nur so, dass es gerade passt und einigermaßen gleichmäßig beleuchtet ist. Und dann gibt es natürlich noch den Blitz, der durch die Tür scheint. Auch den wollen wir einmal einbauen. Sprich, wir malen auch auf der Tür einmal mit einem weichen Pinsel unser Licht in den Flur. Und jetzt haben wir eine Gruppe, ich gruppiere das gerade mal, an Blitzlicht. Der Windowpol natürlich, genau. Jetzt haben wir all diese ganzen Blitzbilder zusammengebaut zu einem Blitzbild, wo überall im Raum gleichmäßig Blitz verteilt ist. Warum ist das wichtig? Natürlich brauchen wir überall das gleiche Licht, damit die Farben überall stimmen. Denn ihr seht, im Ambient-Bild ist ja alles Kraut und Rüben. Ab jetzt haben wir aber ein ganz normales Flambient-Bild, was wir genauso bearbeiten können wie sonst auch. Sprich, Kanäle, Command oder Steuerung, Klick auf den RGB-Kanal, zurück in die Ebenen, Alt-Klick auf die Ebenenmaske und das Ding in den Ebenenmodus Luminanz. Und schon haben wir ein Flambient-Foto mit korrekten Farben, überall gleichmäßiger Beleuchtung, in allen Räumen, die wir in diesem Bild sehen können. Was fehlt, ist der Windowpool, den machen wir gleich. Vorher gucke ich noch einmal, ob ich nicht noch irgendwo ein kleines bisschen Ambient-Licht reinmalen möchte. Aber sieht schon, also wenn man auf die Ebenen... falscher Knopf, der wäre es gewesen. Hier ist schon ziemlich viel Ambient-Licht drin. Könnte vielleicht noch ein kleines bisschen hier und da was machen. Aber im Großen, das fand ich jetzt schöner. hier und da kann man vielleicht noch ein kleines bisschen Ambient reinmalen. Aber im Großen und Ganzen ist das schon die ganze Herrlichkeit. Man reduziert also die ganze Menge an Blitzebenen, die man so gemacht hat, um gleichmäßig Licht im Raum zu verteilen, auf eine Ebene oder in diesem Fall eine Gruppe. Man könnte das auch auf eine Ebene zusammenklatschen. Und dann ist das Prozedere genau das gleiche wie immer. Wichtig ist in dem Fall nur, dass man sich ein bisschen überlegt, wo will ich eigentlich hinblitzen. Das sind aber Dinge, die man nicht in Photoshop machen kann. Das muss man sich vor Ort überlegen und vielleicht zwischendurch doch mal aufs Display gucken, was habe ich jetzt beleuchtet, was sieht eigentlich wie gerade aus, wo kann ich weitermachen und so weiter. Das ist aber eine Sache, die kommt mit der Erfahrung. Wenn die Bilder dann durch alle Bearbeitungsschritte durch sind, dann sehen sie so aus. So, das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Kanal, klickt die Glocke, damit ihr immer Bescheid kriegt, wenn ich neue Dinge hochlade. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. In dem Sinne, tschüss. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, wer will nochmal, wer hat noch nicht die nächste Runde rückwärts, wärts, 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 wärts. Ich glaube, ich brauche Urlaub.